herzlich willkommen zu Hulf Bergmann mit dem Dieter Farm und dem Jürgen Rasix. Jürgen doch, ich bin doch der ortseingebende Händler. Ja, hallo, ich bin eins Mensch von eins Bau. Na, da verpeilt er irgendwas. Falsches Projekt. Das ist ein falsches Projekt, Alter, spinnst du oder was? So, Feld 2 ist zu Scheiße. 60% abgeerntet. Das ist schon mal gut. Feld 4 folgt dann. Wäre die Frage, wie viel Heu hast du noch? Wie viel Gras hast du noch? Keine Ahnung, hab nicht geguckt. Hast du außenrum schon abgefahren? Mei, was ist denn hier los? Ich bin fertig mit Wasserfahren. Hast du alle befüllt, komplett? Ja, alle. Krass, geht nichts mehr rein. Ja, dann kannst du den... Ja. Hm. Du musst die Scheiße hochfahren, oder was? Nee, ja. kauf mal Hühner. Hühner? Ja. Ach, Hühner? Dass wir heute Nacht Eier produzieren können. Jo, ich kauf Hühner. Ja, so viel wie geht. War Hühner. Hühner oder Enter? Auf jeden Fall von einer Sorte, sonst haben wir so wenig Reproduktionsrate. Enter? Ja. So. Enter kaufen? Okay. Aber weibliche bitte. Enter? Ja. Weibliche Enters? Weil männliche legen so viele Eier, okay. Weißt du? Okay, dann kaufe ich jetzt weibliche Enten. Bin ich mal gespannt, ob du das hinkriegst. Was? Enten kaufen? Weibliche Enten. Nicht, dass dann nachher der Stall voller Erpel ist. Soll ich jetzt Enten oder Hühner kaufen? Enten. Enten? Wieso kann ich das hier nicht entladen? Welche Farbe? Weiß, schwarz, pink? Pink? Sind das Winnie-Enten oder was? Ich kaufe jetzt weiße Enten. Ja, mach. Enten, weiß keine es. Hühner. Ja, weiß sieht gut aus. Wie viele? Was kostet eins? 80. Den kaufen wir noch. 50 Stück. 80? Wie viele habe ich denn jetzt? Wow. Musst du mal beim Steuerung drücken zum Abladen? Nee, eigentlich. Hast du denn noch Dinger an? Jetzt hab ich Hühner gekauft. Oh, red doch jetzt nicht dazwischen! Hast du nicht. Wollte ich aber fast. Enterweiß. Da dann direkt Wasser auffüllen und Gerste haben wir ja auch noch irgendwo. Ente gut, alles gut. Ja, ich muss das jetzt mit Steuerung I abkippen, sonst geht's nicht. Jo, jetzt haben wir kein Geld mehr. Das passt. Sind aber 50 Enten. Jo. Wie gesagt, du kannst sie versorgen, dann kannst du zum Hof, zum Feld kommen und den Krampe Bandit abholen. Wie gibt man den Essen eigentlich? Vorm Stall ist so links ein Metallgestell. Da muss das Futter oben drauf. Kannst du das Big Pack oben drauf stellen, ja. Und Wasser? Brauchen wir erstmal die Wasserschale. Nee. Das sind zusätzliche Wassertricke. Wasser ist auch hier. Irgendwo mittendrin. Statt mir dabei. Ja, das dauert lange. Piep, 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 piep. Och, ich fahre hier rückwärts ran, obwohl gar kein Wasser mehr in dem Tank ist. Timon. Normal, ne? Intelligenz pur. Hey, wo kommt das? Ah, guck mal hier. Haben wir doch wieder Geld. Ja, nur durch mich, ey. Das war aber durch Tigerfang. Das war nicht? Nämlich der. Ja, ja, das war Mist. Alter, 4000? Ja, das war Mist und. Alter. 2600 Käse. Es lohnt sich, die Produktion zu befüllen, ohne Witz. Wenn wir heute Nacht geschlafen sind. Sollten wir morgen vielleicht noch mal ein paar Kühe kaufen, wenn wir Geld haben.
dass die Mistproduktion steigt. Na, wolltest du mich raufreißen? Hast du nicht geschafft, ne? Nee, wollte ich nicht. Klar wolltest du. Wollte eigentlich drehen, aber hat ich ja dann erledigt. So. Wieso denn? Weil du mich umgeworfen hast. Nee, ja, scheiß Traktor. Hab ich nicht. In Orange. Hab ich nicht. Der Zettel ist rot. Nee. Ach, fährt er mit dem Fendt? Ja, ja. Das sah gerade am Bildrand oben so aus wie ein Zettel. Hallo. Fendt bitte nicht beleidigen, Papa. Nee, es sah von hier aus wie rot und nicht wie orange. Ja gut, da hängt ein Baum, obwohl nicht am Baum hängt. Okay, Sache. Jetzt haben wir gleich schon 30.000 Raps. Von dem einen Feld. Ja. Digga, Farm, ob du am Baum hängst, wissen wir. Hat mein Lehrer zu einem Klassenkameraden gesagt. Weißt du, dass du nie Skifahren lernen wirst? Warum? Weil du das Brett vorm Kopf hast. Ohne Witz, hat ein Lehrer zum Klassenkameraden gesagt. Ah, ja. Ehrenwert. Genommen. Ehrenwert genommen. Aha. Deutsch genommen. Scheiße, so, also die Dieselproduktion sollte man auf jeden Fall heute Abend auch noch befüllen. Vorm Schlafen. Was für eine Produktion? Nee, Diesel. Ach, Diesel. Wieso? Dann können wir morgen nämlich den Diesel, den Diesel-Chisel und den Schweinefutter-Chisel verkaufen. Diesel-Chisel. Wieso Chisel? Chisel-Diesel. Wie weit bist du mit den Enten? Ente gut, alles gut. Perfekt, dann kannst du den Bandit abfahren. Nee, ich muss auf Wasser reintun. Und du hast gesagt, fertig. John Deere, nein, ich habe Ente gut, alles gut gesagt. Ach man, ich fahr schon wieder mit dem leeren Fass hier rein. Intelligenz hat er, glaube ich, nicht so viel. Ich habe gedacht, ich hätte dann aufgefüllt. Er ist wahrscheinlich zum Wasserträger gefahren, hat kurz 5 Minuten gechillt, wird er irgendeinen Blödsinn gemacht und dann hat er gedacht, oh, es ist voll. Nee, ich habe dann andere Wasser aufgefüllt. Ja. Ich bin gleich wieder da. Er guckt, dass ein Fass leer bleibt, gell? Dass man die Milch noch hin und her schippern kann. Schippern! 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 Sonst, wenn beide Fässer blockiert sind, können wir auch keine Milch transportieren. Ja, wie viel geht noch bei den Kühen noch rein? Ja, da müsste 5k oder so. Das kriegen wir ja easy weg. Nee, mehr sogar, 7 oder 8. 200. Da ist eins verlorener Junge wieder. Sorry, wenn man ohne auf einem Server, auf einem Discord-Server ist, dann muss man jederzeit bereit sein. Bereit? Bereit, ja genau. Er hat Bereitschaft. Genau. Für was denn? Discord-Server. Ja, wegen was? Ach, Schlaf. Justin hat mich gerufen. Hashtag hobbylos, Fragezeichen. Ja. Der hat irgendwas mit Clan-Auto verloren oder so gesagt. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist der eingeschlafen vom PC oder? Clan-Auto. Vermutlich. Vermutlich. Träumt wahrscheinlich. Haben wir denn so ein Spieß für die Big Packs zu holen? Lass es sein! Der steht oben beim Saatgutproduktion. Beim Saatgutproduktion. Beim Saatgutproduktion. Was ist los? Oh, weil ich gelben, gerade mit gelben Felgen fahre, für kann ich nix. Aber wer mit gelben Felgen fährt, der hat doch kein Geld. So, andere Frage. Können wir schlafen, nein. Ohne dass Feld 4 verdorrt? Ja. Nein. Warum nicht? Eben, die können wir nicht schlafen, die Enten sind noch nicht fertig. Ja, nee, wenn das fertig ist.
Oh, jetzt stehen die Reifen mitten in dem Gebüsch, alter Schwede. Reifen? Ich bin jetzt übrigens fertig mit Ladewagen machen. Welchen Glückwunsch. Gut, dann zurückgeben. Hab ich. Okay, und dann... Oh. Dann fahr du mal den Raps ab. Dass man der John Deere ist zu groß. Dass wir das hinkriegen, dass die Produktion läuft später. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt befüllen müssen? Ja. Ich glaube nicht. Nee. Warum ist... Ah, jetzt, okay. Sieht aus, als ob das Saatgut Big Pack da rein pinkelt. Mal lieber mal das Wasser darin. Ja, Essen haben sie jetzt schon mal. Ja, habe ich gesehen. Ja, bist du wieder mit leeren Fassen gefahren oder was? Nee, ich lasse halt auffüllen. Warte noch kurz. Ich mit leeren Fassen dahin fahren. Wie viel hast du noch Platz? Keine Ahnung. 4000 habe ich noch. Nein, habe ich. Das wird uns reich machen. Was wir auf jeden Fall dann morgen kaufen müssen, also nach dem Schlafen, ist eine Sämaschine. Und jetzt kriegen wir a little bit of problem. Ich gebe den Rest den Kühen, ne? Wasser, ja. Dann können die schön stinky machen. Ne, Pippi. Ne, stinky. Weiß nicht, was das ist. Das ist scheiße. Hier liegt aber noch ein bisschen Gras. Aber ne. Passt schon. Hab ich nicht gesehen. Ja, freilich. Passt. Oder willst du jetzt extra für dieses Pimmelstück da einen Ladewagen mieten? Nee, zwischen Baum und Feld hast du aber auch vergessen. Egal, wird schon. Hier hast du auch nicht. Oh mein, wo hatten wir noch nicht alles? Oh, nee, das ja, waren nur so kleine Stütchen, oder? Ja. Nee. Riesengroße okay. Feuerball, Junge. Wie viel haben wir denn jetzt drin? 34 knapp. Raps habe ich jetzt. Krass, meine ich. Keine Ahnung. Ich glaube, 1,5 Ladewegen. Also knapp 100.000, das passt. Das sollte erstmal reichen. Also diese Produktion ist befüllt. Perfekt. Oh, es ist jetzt auch schon das erste Schweinefutter wieder drin. Lol. Wir könnten jetzt rein theoretisch gleich schlafen gehen. Ja. Wollen wir schwimmen gehen? Nee, ich wollte schlafen sagen und bin währenddessen Wasser am Befüllen. Und deswegen kann ich auch schwimmen. Ich würde sagen, wir machen noch 2-3 Minütchen. Dann haben wir nämlich Ende der Folge. Dann schlafen wir zwischen den Folgen. Ja. Nein. Jo, ist befüllt. Gut. Auch Kühe. Habe ich den Rest gegeben. Wenn das Gras bei den Kühen leer ist, dann machen wir da Heu rein. Weil das hat die gleiche Effektivität wie Mischration oder Silage. Alter, für Butter gibt's 10.000. Was? Ja. Ja, normal, ne? LOL! Wir brauchen so ein Buttermischteil. Wir brauchen das. Das kostet auch nur 8.000. LOL, das lohnt sich ja übelst. Ich fass holen. Ne, ja, wir haben kein Geld, Junge. Guck mal noch. Das kostet 8.000. Haben wir nicht. Für dieses... Buttermaschinen. Ja, aber wie lädt man das auf? Da brauchst du, glaube ich, einen Frontlader oder so, oder? Ja, brauchen wir einen Stablader. Steht doch am Händler. Frontlader. Ja, stimmt. Hier haben wir den ja noch nicht geklaut. Sobald wir Schafe haben, müssen wir den wieder klauen. No problem. Ich lade den direkt auf den Anhänger. Wir sind Polen. Wir klauen alles. Oh, Gretchen. Gut. Ja, sieht recht effektiv aus, was wir heute tun. Ich hab grad nichts zu tun. Baumstümpfe müssen noch um Feld 4 rum weg.
Aber damit können wir, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ja. Dass wir da beim nächsten Mähen nicht immer hängen bleiben. Mhm. Pink Panther, gell? Klar. Ja, Winnie ist immer dran. Ne? Normal nicht. Ist ja normal, ne? Normal nicht. Jürgen? Ja. Bist du schon auf dem Weg zum Händler? Kannst du ja fast, schon. Kannst du ja schon machen. Gut, ansonsten müssten wir dann morgen, also nach der Nacht, auch wieder Mist fahren. Weil da müssten wir dann so 3000 Mist haben. Bin mal gespannt, weil wir genügend Mist haben, um alle. Jürgen ist on the road. Professor Jürgen. Können wir uns noch 2 Kühe kaufen? Oder 3? So viel wie geht. Gleich wieder investieren. Ja, gucke. Als Essen die Buttermaschine oder was? Ne, die kriegen wir sowieso morgen dann, wenn wir den Raps, das Schweinefutter und den Diesel verkauft haben. Also kriegen wir nur 2 von. Ja, dann kauf 2. Besser wie keins. Jetzt haben wir noch viel mehr Geld. Jetzt haben wir 30 Kühe. Warum heißt unser Hof eigentlich Hofbergfrau? Weil er pink ist. Ne, ist er nicht. Wer hat es geändert? Ich nicht. Hä? Das war doch gerade pink, als ich hier geguckt habe. Das hat irgendjemand geändert. Ich hab's auch nicht geändert. Das war der Jürgen, der Hans-Peter. Der Jürgen, ja. Ey! Es muss rot. Es muss alles zusammenpassen. So, liebe Leute, aber das war's schon wieder von der heutigen Folge. Hofbergmann, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Schaut auch gerne beim RP-Projekt rein. Die Folgen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Gerne auch bei dem Dark Race X YouTuber vorbeischauen. Also Dark Race X YT. Krass. Und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.